Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Your Arabic Soul Love. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und meine Videos mit Interesse verfolgst. Herzlichen Dank für die vielen schönen, wertschätzenden und guten Kommentare unter dem letzten Video. Ja, das mit den Kommentaren, das darf gerne so weitergehen. Und wie ihr schon bemerkt habt, ich beantworte eure Kommentare sehr, sehr gerne. Ja, ich bin gerne im Austausch mit euch, denn ich darf auch von euch sehr viel lernen. Seid ihr doch diejenigen, die dazu beitragen, dass dieser Kanal lebendig bleibt und ich immer wieder neue Themen mit einbringen kann. Es ist so schön, was da im Hintergrund für eine tolle Community von Frauen wie euch entstehen, die die Zusammenarbeit mit mir intensiv nutzen und wirklich an ihrer wahren Weiblichkeit, an ihrer Einzigartigkeit interessiert sind und auch dafür wirklich Zeit und sogar Geld investieren. Ja, da sind so viele Fleißige am Werk, so viele tolle Frauen, die sagen, ich wünsche mir eine Partnerschaft auf Augenhöhe und ich möchte alles in mir bereinigen und heilen, was dem im Wege steht mit meinem arabischen Partner. Ja, und darum soll es auch heute gehen in dem Video. Ich habe in meiner Gruppe heute Morgen, da gibt es dienstags immer den Mutmachimpuls. Und ich hatte mich heute entschieden, ihn wieder mal live springen zu lassen, also live zu ziehen aus dem Liebesorakel, von den Botschaften von Herzen, von dem Toni Carmine Salerno. Und da kam heute folgender Impuls. Und den möchte ich auch ganz, ganz passend hier für ein neues Video auf dem Kanal nutzen. Ich halte ihn mal rein. Und lese es vor, weil es wahrscheinlich spiegelverkehrt ist. Ja, ich lese es vor. Wirf all deine Bedenken über Bord und lass dich in meine Arme sinken. Ha! Genau. Oh je. Ich kann mir jetzt gerade vorstellen, dass einige von euch da nicht gerade jubeln werden, wenn ich jetzt diese Karte nochmal so in die Kamera halte. Dass dann viele von euch sagen, Mensch, Pamela, das geht gerade gar nicht. Ich soll meine Bedenken über Bord werfen, wenn du wüsstest, was dieser Mann alles tut, damit meine Bedenken aufrecht erhalten bleiben. Der sorgt ja erstmal dafür, dass meine Bedenken so richtig in Fahrt kommen. Das war ja gar nicht so. Habe ich dem doch schließlich eine Chance gegeben, als wir uns damals kennengelernt haben. Ich war da sehr vorsichtig. Ich hatte schon Bedenken, ich weiß. Aber dann habe ich ihm eine Chance gegeben und habe unsere Liebe, die sich auf magische Art und Weise, irgendwie sind wir zusammengekommen und habe unserer Liebe eine Chance gegeben. Aber Pamela, du hast ja echt keine Ahnung, doch, Klammer auf, habe ich, Klammer zu, was der dafür alles tut, dass meine Bedenken und meine Zweifel nicht gerade weniger werden. Und ich, das höre ich ganz oft von Frauen, daran zweifle, ob das mit uns noch was mit Liebe zu tun hat und ob das jemals was werden kann. Das geht einfach nicht. Da ist zu viel Unterschiedlichkeit. Die Kultur und die Religion, seine Sturheit, sein Mauern, sein Nichtsprechen, seine fordernde Art, mich zu ignorieren. Und ja, ständig von mir alles abzufordern, von sich aus aber nichts geben zu wollen. Also das höre ich ganz, ganz viel von Frauen, dass die arabischen Männer ganz viel fordern, wenn sie dann schon in so einer gewissen Zeit in der Beziehung mit euch Frauen sind. Und dann kommen dann plötzlich solche Forderungen nach Verständnis. Da wird also auch mit Vorwürfen gearbeitet. Da kommen Vorwürfe von seiner Seite. Und auch teilweise nicht gerade, sage ich mal so, höfliches Verhalten der Frau gegenüber, wo ihr als Frauen euch wirklich empört und sagt, sag mal, geht's noch? Ja, also, ne, ich mache hier alles, besonders wenn ihr noch in der Fernbeziehung seid, aber auch, wenn
dein Partner schon bei dir in der Heimat gelandet ist und vielleicht ihr jetzt zum ersten Mal so richtig Partnerschaft miteinander erleben müsst, könnt. Das war ja euer tiefster Wunsch. Und jetzt erfüllt sich das nicht so, wie du dir das vielleicht gedacht hast. Stattdessen kommt dieser Mann und bringt all deine Zweifel und Bedenken nochmal so richtig in dir hoch. Ja, und dann hörst du meine Videos und sagst, ja, Pamela, was du gesagt hast, das stimmt, genau. Ja, so nehmen die meisten Frauen zu mir Kontakt auf und sagen, du, das und das Video. Ja, also ich habe so einen Gesprächsbedarf mit dir. Mhm. Ja, und viele, wie ich schon eingangs gesagt habe, haben sich schon entschieden, eine intensive Zusammenarbeit mit mir aufzunehmen und tun das auch und sind da ganz fleißig dran. Und was schauen wir uns denn da an in dieser Zusammenarbeit? Genau das Thema. Die Bedenken aller Frauen, ja, die Bedenken, sich nicht auf ihn einlassen zu können, die Zweifel, die da vorherrschen und die an euch, an dir als Frau echt nagen. Die dafür Sorge tragen, dass du dein Herz verschließt, dass du nicht mehr ein noch ausweist, dass du dir die Frage stellst, wie soll denn das jemals mit uns was werden? Da ist so viel Unterschiedlichkeit, da geht gar nichts, das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorstellen würde und wie für mich eine Partnerschaft auf Augenhöhe aussieht. Das ist es nicht. Das entspricht nicht dem, was ich mir wünsche. Wie soll ich denn meine Bedenken und meine Zweifel dem Mann gegenüber jemals verändern? Wie können die denn gehen? Wie soll ich die denn auflösen? Der tut doch alles dafür, dass ich mich so blöd fühle. Und ja, ganz komische Sachen. Also ich höre dann so Geschichten. Ja, der hat sich dann schon wieder tagelang nicht gemeldet. Aber wenn ich dann auf Facebook gucke, ja, wenn wir auf Facebook, wenn ich da schaue, da liked er dann Fotos von anderen Frauen und das macht was mit mir. Ich will ja gar nicht stalken, aber da kriege ich so einen Hals. Da kann ich dem doch nicht vertrauen und schreibe ich den an. Mir schreibt er nicht, mir gibt er keine Antwort, bei mir liked er nichts. Mich fragt er nicht, wie es mir geht. Der hat ja keine Ahnung. Auch ich habe viel zu machen. Stattdessen jammert er mir die Ohren voll. Also das höre ich ganz oft. Oder die Frauen, die schon mit den Männern zusammenleben. Oh, Pamela, der haut mir einfach ab. Ja, der geht einfach zur Tür raus. Der sagt nicht, wo er hingeht. Und dann, wenn ich mal die Tür verlasse, da fängt er an, mich zu stalken und sagt, das hätte ich nicht zu machen. Oder ich kriege so Sachen zu hören, ich soll auf ihn hören und ich soll ihm zuhören. Ich soll keine Widerworte geben. Also, das ist die Empörung von den Frauen, ja, die ich da höre. Also, da sind dann schon ganz schöne Bedenken da und die sollst du jetzt ganz einfach über Bord werfen und nicht in die Arme dieses Mannes sinken lassen, laut dieser Herzensbotschaft. Ich kann mir gerade schon vorstellen, dass sich dir gerade alle Haare zu Berge sträuben und du sagst, nee, das geht gerade gar nicht, Pamela. Und ich mag jetzt gar nicht dein Video fertig hören, also das geht nicht. Ja, ich weiß, ich kann das nachempfinden. Arbeite ich doch tagtäglich mit Frauen wie dir und höre das und kann es auch nachfühlen. Ja, auch das kann ich mit Sicherheit. Ja, also, warum drehe ich jetzt das Video? Was will ich dir damit sagen? Ich habe heute Morgen in meiner Gruppe dazu auch mit dieser gleichen Karte ein Live in Mutmachimpuls reingegeben. Der da lautet: Das, was du da bei ihm wahrnimmst, was dich so in Empörung bringt, in Zweifel und Bedenken. Ja, jetzt kann ich es nur wieder sagen, das ist das, was du dir bei dir selbst anschauen darfst, denn dein Partner. Und das hat nichts mit seiner Religion zu tun, nichts mit seiner mit seinem gesellschaftlichen, mit seiner Prägung aus der von der Gesellschaft, der ägyptisch-arabischen Gesellschaft, noch was mit seiner Religion, gar nichts damit zu tun. Nur in dem Moment, jetzt machen wir wieder Klammer auf, die Frauen erzählen mir nämlich gleichzeitig neben ihrer Empörung
und ihrem Ärgernis und ihrer Wut und ihrer Verzweiflung und Ohnmacht, dass sie nicht von dem Mann lassen können. Also dass ihr sagt, da ist trotzdem so eine starke Verbindung und selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht loslassen. Ich habe so eine starke Verbindung zu dem Mann, obwohl der mich zur Weißglut bringt und alles in mir hochspült. Klammer zu. So, also diese Zwiegespaltenheit. Also, zum Ersten möchte ich sagen, das, was du da so merkst, was da so eine Verbindung herstellt zwischen euch, ist eine sehr, sehr starke Seelenverbindung auf der seelischen Ebene. Seid ihr miteinander verbunden. Das heißt, jetzt gehen wir mal ins Spirituelle. Das wird auch jetzt immer mehr hier Spiritualität in den Kanal, in die Videos mit einfließen. Ja, denn bei mir geht es als Mentorin für Frauen auch um interkulturelle Seelenverbindungen. Also, jetzt fangen wir an. Das, was du da an Nähe spürst und dem das Gefühl haben, das ist wie Kleister, ich komme da gar nicht weg, das ist wie so ein Gummiband, selbst wenn ich wollte, ich könnte mich von dem Mann nicht lösen, ja. Das liegt daran, dass ihr eine sehr, sehr starke Seelenverbindung miteinander habt. Das heißt, bevor ihr hier auf die Erde gepurzelt seid, in einem neuen Körper, in einem männlichen und in einem weiblichen, du auf dem einen Kontinent, er auf dem anderen, haben eure Seelen vereinbart, wir treffen uns zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, entweder im Internet, Facebook oder du fällst mir in Ägypten am Strand vor die Füße oder wie auch immer, ja, wir treffen uns dann und dann, auch das haben die Seelen vereinbart und dann, batz, so. Und das ist das, was ihr spürt, diese Anziehungskraft, denn die ist ja auf beiden Seiten, er fühlt es ja genauso wie du. So, und jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Das ist der magische Teil, der ist toll, den finden alle klasse. Da sagt jede Frau, oh, da geht mir aber das Herzchen auf, ne? Ja, das ist schön. Aber eine Seelenverbindung ist immer gleichzeitig eine Herausforderung, nämlich, dass du lernst, und er auch, ihr euch gegenseitig, dass eure Seele am Wachstum interessiert ist. Also eure Seele kommt nicht hierher, um sich in den Liegestuhl zu legen und sich die Sonne auf dem Pelz braten zu lassen, sondern die hat einen Auftrag, die hat ein Wachstum. Die Seele will immer wachsen. So, und dann sucht sie sich entsprechend ihres Wachstumspotenzials, das, was sie lernen möchte, woran sie wachsen möchte, die äußeren Umstände und den Körper aus, damit sie das gut kann. Ja, das heißt, du landest dann in eine Ursprungsfamilie, in eine Herkunftsfamilie, wo du sagst, oh nee, die sind mir alle fremd, ich habe irgendwie das Gefühl, ich passe nicht in diese Familie. Ja, diese Familie sorgt dann dafür, dass das, was du lernen willst, also das ist eine Wunde, die du mitbringst, die willst du auf Seelenebene heilen, immer wieder angetriggert wird in der Herkunftsfamilie. Und deinem Partner geht es ganz genauso. So. Je nachdem, in welchem Land und in welchem Körper du geboren bist, ne, was du für einen Körper hast, auch das gehört alles dazu. So, also die Seele möchte wachsen. Und aufgrund dieser Vereinbarungen findet ihr euch eines Tages magisch zusammen und dann seid ihr erstmal schockverliebt. Alles läuft richtig toll und ihr findet es einfach super. Ihr findet, oh ja, erste Zweifel, okay, ich werfe alles über Bord, ne, und lass mich in seine Arme sinken und dann kommen die Probleme. Weil nämlich die beiden Seelen sich erstmal erkannt haben und erstmal so hier in der Erde, auf der Erde aneinander angedockt sind, körperlich und überhaupt energetisch. So, und jetzt ist die Energie geschaffen und das ist das, was euch wie Kleber zusammenhält und jetzt kommt ihr da nicht mehr weg. So, aber automatisch passiert aber auch, dass ihr euch gegenseitig eure Schmerzpunkte antriggert. Das, was ihr praktisch nicht in Frieden mit euch habt, was ihr so weggesperrt habt, weil ihr in der Kindheit da schlechte Erfahrungen gemacht habt und dann habt ihr das weggesperrt, sonst hättet ihr das als Kind nicht ausgehalten. Der Schmerz wäre zu groß gewesen. Du als Kind bist zu hilflos, um dir da helfen zu können. Also hat die Seele einen Sicherheitsmechanismus eingebaut und hat dich das vergessen lassen. Hat dich das wegdrängen lassen. Das ist ein ganz, ganz natürlicher Mechanismus der Seele, des unserem ganzen Seins, wenn etwas zu viel ist, was wir als Kinder kaum aushalten können, weil es zu schmerzhaft ist. Also spalten wir es ab.
Die Seele hat es abgespalten und da hat sie es erstmal hingeschoben. Ist wie so ein Regal in den Keller, Tür auf, ins Regal legen, Tür zu, Schlüssel wegräumen, erstmal weg. Und du lebst ganz normal weiter und jetzt lebst du ein ganz normales Leben als erwachsene Frau, als erwachsener Mann mit diesem Kellerregal, wo ganz viel drin ist. So, und jetzt begegnest du deinem Seelenpartner auf magische Weise, zack, ihr klebt zusammen und dann geht es nach der Schockverliebtheit, nach der ersten rosa Wölkchenphase. Das ist auch wichtig, weil das auch Bindung, da gibt es ein bestimmtes Bindungshormon, das da ausgeschüttet wird. Ich glaube, ich habe es mir nicht so gemerkt. Vielleicht weiß das jemand genau von euch. Das sorgt dafür, dass ihr verbunden seid und erstmal nicht wegkommt und dann fängt es an zu triggern. Das heißt, ihr seid beide einander Trigger und Spiegel und Projektionsfläche, Leinwand für das, was der andere, was ihr in den Keller gesperrt habt, was Schmerzpunkte sind. Ihr geht damit in Resonanz. So. Das heißt, sein Verhalten triggert deine Wunde an, deinen Schmerz, den du in den Keller gelegt hast, damit du ihn nicht mehr fühlst. Und du mit deinem Verhalten triggerst seine Schmerzpunkte an und gehst an sein Kellerregal dran, wo es Aua macht. So. Und dann ist es so, die erste Zeit ist vorbei und plötzlich geht die Post ab. Dann bringt ihr so auseinander. Aber das Gummiband, das Seelenband zwischen euch bleibt trotzdem erhalten. Aber ihr spiegelt euch massiv. Je nachdem, wie oft ihr körperlich zusammenkommt, ja, also wie oft es möglich ist bei eurer Fernbeziehung, kann es passieren, Entschuldigung, ich muss gleich niesen oder auch nicht. Entschuldigung, ich beniese es schon. Oh, ich glaube, ich muss nochmal niesen. Das kitzelt. Ja, also nochmal zurück, je nachdem, wie oft ihr euch sehen könnt, wie oft es dir möglich ist, nach Ägypten zu fliegen. Oder vielleicht hast du ihn ja auch in Deutschland kennengelernt. Es gibt auch viele Frauen, die haben ihre arabischen Partner in Deutschland kennengelernt. Also je öfter ihr körperlich zusammenkommt in dieser Phase, ja, desto mehr körperliche Vereinigung schafft Triggerpunkte. Das heißt, der eine oder der andere kann die Nähe des anderen gar nicht aushalten, weil der ihn sehr hart in seinen Schmerzpunkten triggert, insbesondere wenn körperlich-energetische Vereinigung stattgefunden hat. Dann geht die Post das richtig ab. So, und dann macht es so. Also das heißt, jeder bohrt dem anderen in seine Wunde, streut da ein bisschen Salz rein oder mal ein bisschen was anderes oder pult da mal drin rum und dann macht es und jeder geht auseinander. Oft, also in 99,9% ist es so, dass die Männer diejenigen sind, die dann Abstand brauchen, die dann rausgehen, die dann das Gefühl haben, ich muss hier weg, ich halte das nicht aus. Und dann kommt es oft mal zu einem Kontaktabbruch, insbesondere schwierig für Frauen, die in der Fernbeziehung sind. Oder du hast das Gefühl, ich krieg die Krise mit dem, der klammert an mir, der stalkt mich, der ruft mich 30 Mal am Tag an, ich habe hier meine Arbeit zu machen, ich kann da nicht ständig und dann macht der mir laufend Vorwürfe. Also das ist das, wo das auseinandergeht und dann wird es gefährlich. Wenn du diese Phase als Frau, als Paar nicht überwindest, ja, dann steht die Trennung vor der Tür. Aber wenn du jetzt weißt, dass das ein Stück weit eine natürliche Geschichte ist, ja, weil ihr auf Seelenebene so verwandelt sind, kannst du daran arbeiten. Dann, das bietet ein großes Potenzial. Du kannst tatsächlich deine Bedenken über Bord werfen und dich in seine Arme sinken lassen, so wie du das eigentlich als Frau immer erträumst. Schon als kleines Mädchen hast du dir den Prinzen auf dem weißen Pferd gewünscht, bei dem du dich wie die Rettende, die Prinzessin, errettet dich aus dem Elfenbeinturm oder sonst woher und ihr reitet in den Sonnenuntergang, ja, ans Rote Meer. Und da bleibt ihr bis an euer Lebensende. Und wenn sie nicht gestorben sind, so. Das ist ja der Wunsch einer jeden Frau insgeheim. Ja, und wenn aber dann diese Phase da kommt, weil es energetisch immer wieder triggert, so, und dann hast du natürlich jegliche Zweifel. Und die kannst du nicht so einfach über Bord werfen und deine Bedenken. Und jetzt tut natürlich der Mann im Außen alles dazu, dass deine Bedenken bestimmt nicht weniger werden. Stattdessen werden sie mehr. So, und dein Ego läuft zu Hochformen auf. Das heißt, dein Ego hat Kopfkino. Wieso
ist der in Facebook, wenn ich drin bin und der meldet sich nicht bei mir, der hat sich schon 2, 3 Tage nicht gemeldet, der liked, der schickt an den Bildern Herzchen, also an den Frauenfotos und an den Profilen, ich sehe das doch und da gibt der Herzchen, bei mir macht der gar nichts, mich fragt der ja noch nicht mal, wie es mir geht, obwohl der weiß, dass ich krank bin, Mann, ja, also, oder ich kenne noch ganz andere Beispiele, ja, wo die Menschen zusammen wohnen im Heimatland der Frau, entweder weil der Mann nachgezogen ist oder weil sie sich schon da kennengelernt haben und dann jetzt eine Wohngemeinschaft haben und auch da immer wieder ganz gruselige Dinge passieren, weil die Männer sich plötzlich entfremden, weil die sagen, ich brauche Abstand, das ist mir zu nah. So, du rennst als Frau hinterher, du willst Verbindung, du willst klären. Du möchtest dich in deinem Herzen wohlfühlen, du möchtest die Bedenken ausräumen, du möchtest die Zweifel ausräumen und er rennt immer mehr weg. Es kommt immer mehr zu Streitigkeiten. Du weißt, wie ein arabischer Mann kommuniziert, da kommen die Vorwürfe, da hagelt es nur so Vorwürfe, wenn du anfängst. Ne? Da kann sein, dass du missachtet wirst, dass du nicht angeschaut wirst, dass du ignoriert wirst. Und dann wird dir gleichzeitig gesagt, dass du dich so und so zu verhalten hast, dass du dies und jenes nicht zu sagen hast. Dass, also, ganz klar. So. Und dein Ego rennt. Du willst es verändern und du machst es nur noch schlimmer. Und dann ist deine Verzweiflung so groß und dann nimmst du deinen PC und schreibst mir eine E-Mail oder meldest dich per PN bei mir und suchst das Gespräch mit mir. So. Jetzt weißt du ja, dass ihr Projektionsfläche füreinander seid. Ihr seid jeweils der Arschengel, wie Robert Bilz das so schön sagt, füreinander. Ihr habt es auf Seelenebene vereinbart. Ich piesacke dich, ich mache dies, ich mache das, dass du dich ärgern musst und aus deiner Komfortzone herauswächst, dass deine Seele wächst, dass du Fähigkeiten lernst, um darüber klarzukommen und da in deinen eigenen Frieden mit dir selbst zu kommen und in deine Selbstliebe. Denn darum geht es der Seele immer. Die Seele will immer bei sich selbst ankommen, in die Selbstliebe. Im Grunde genommen ist es der Seele nicht wichtig, eine Partnerschaft zu leben, sondern der Seele ist es wichtig, dass sie mit dem Bewusstsein, das sie ist, also mit dir, in dem, ne, mit dir in einen Einklang kommt. Dass du ganz wirst als Frau, dass du aufhörst, deine Bedürftigkeit zu leben, ja, und über deine Bedürftigkeit dann ständig Bedenken zu äußern, der tut dies nicht, der tut das nicht, der müsste das tun, wenn der mich lieben würde, würde der, nein, es ist gar nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es, dir das zu spiegeln und dich so richtig in die Hölle zu schicken, also dich zu triggern, ja, und das können arabische Männer wunderbar, die haben da sehr viele Mittel zur Verfügung, die wir in verschiedenen anderen Videos ja schon angeschaut haben, ja? Also, das können die per excellence. Wir reagieren nämlich dann aus ihrem Bild oder ihrem Frauenbild heraus, aus ihrer Kultur heraus und das triggert dich natürlich an, ja? Also vom Allerfeinsten. Und wenn ihr dann noch Fernbeziehung habt, jui, da gibt es auch so ein extra Schleifen. Aber auch wenn du schon mit dem Mann zusammen lebst in deiner Heimat, auch nicht ganz einfach. Oder wenn du mit ihm in seiner Heimat lebst. Also die Probleme lassen sich nicht umgehen, die fliegen euch um die Ohren. Und deine Bedenken werden ja bestimmt nicht kleiner. Und gleichzeitig hast du das Gefühl, ich komme von dem nicht weg. Der macht mich wahnsinnig, aber da ist so eine Verbundenheit. Ich habe das Gefühl, ich muss sterben, wenn ich den verlasse. Ja, das ist die seelische Verbundenheit, das ist der Kleber zwischen euch, der dich nicht weglaufen lässt. Und daran erkennst du, dass es ein Seelenpartner ist. Dass es nicht irgendeine normale Beziehung ist, wie du sie vielleicht schon vorher mal gelebt hast. Ein Seelenpartner, da ist immer dieser Kleber und da ist immer dieses Lernpotenzial dahinter. Selbst wenn eure Beziehung am Anfang gut gelaufen ist, irgendwann kommt der Punkt, wo es zu solchen Problemen kommt. Selbst wenn ihr schon eine ganze Zeit lang zusammen seid und es war harmonisch, irgendwann kommt es in eine Seelenpartnerschaft, weil die Seelen miteinander wachsen wollen. Ja, die wollen sich entfalten. Und eine Seelenpartnerschaft ist nicht rosa Wolken-Kuckucksheim, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und Harmonie. Nein, eine Seelenpartnerschaft ist ein absolutes Feld zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja,
Und zu einer Partnerschaft auf Augenhöhe gehört nun mal dazu, dass du deine Bedürftigkeit unterlässt, also dass du in deine Selbstliebe kommst, dass du lernst, ganz bei dir zu bleiben, dich von ihm nicht mehr triggern zu lassen. Und wenn er Bedenken durch sein Verhalten bei dir hochkommen lässt und Zweifel, nicht bei ihm zu suchen, dass er sich verändern soll. Der muss sich verändern, der muss ein paar Wochen, der muss... Weißt du, Klammer auf, Klammer zu, weißt du deine Kommentare und du weißt genau, was da deine Argumente sind und deine Bedenken. Nein, es geht nicht darum, dass er sich verändern kann. Du kannst einen anderen Menschen nicht verändern. Du kannst lediglich und ausschließlich nur dich verändern. Anders geht es nicht. Du bist der einzige Mensch, den du verändern kannst. Und es ist wichtig, dass du in deine Selbstliebe kommst, dass du bereit bist, die Kellertür zu öffnen und mal in das Regal zu schauen, was du da alles weggesperrt hast. Denn all das, was du da weggesperrt hast und nicht mehr sehen willst, kommt immer wieder hoch und er triggert es dir. Ja? Du musst bereit sein, durch diese Themen zu gehen. Er spiegelt sie dir. Und je mehr du in die Verweigerung gehst und je mehr du Abneigung hast, desto mehr ist es ein Zeichen dafür, dass bei dir etwas zu heilen ist. Dass da was erforscht werden möchte, dass da irgendetwas ist, was du verdrängt hast, was du glorreich verdrängt hast. Und es war sicher auch wichtig. Aber jetzt ist die Zeit, als erwachsene Frau ganz zu werden, heil zu werden, all diese Anteile, die du da von dir abgespalten hast, wieder zu dir zurückzunehmen, sie zu dir zu nehmen, zu heilen, sodass du nicht mehr bedürftig bist. Denn du willst etwas von ihm haben, was du dir selbst nicht geben kannst. Und dann gibst du ihm die Schuld. Er fördert deine Bedenken und deine Zweifel. Er ist schuld. Nein, ist er nicht. Er ist nur dein Spiegelpartner. Er zeigt dir im Spiegel oder deine Projektionsfläche. Deine Leinwand, weil du es nicht sehen kannst. So, und weil all diese Themen in dir so unverarbeitet sind und so weggesperrt sind, schaust du mit einer Brille, du musst dir vorstellen, diese Schmerzen, die du da hast, was du da erlebt hast, was du nicht mehr angucken willst, sorgt dafür, dass dein Verstand, dein Geist, dein Ego dich eine gewisse Brille aufsetzen lässt mit einer bestimmten Sehstärke. Also diese Brille sorgt dafür, dass du nur immer Bestätigung im Außen dafür findest. Also, wie soll ich denn das ausdrücken? Ich muss jetzt mal gerade gucken, dass du das gut verstehen kannst. Du siehst praktisch mit dieser Brille immer die Probleme, die du aus deiner Kindheit kennst und die du aber verdrängt hast. Und dein Verstand, dein Ego sorgt dafür, dass du nicht mehr in die Nähe deines Kellers kommst. Der lässt dich eine Brille aufsetzen, wo du praktisch das bei den anderen siehst und aber sagst, das ist denen, das gehört nicht zu mir, da habe ich nichts mit zu tun, das ist dem sein Problem. Nein, das ist aber dein Problem, das ist diese Brille, mit der du dieses Problem bei anderen immer siehst, aber bei dir nicht hinschauen kannst. Aber es ist die Brille, die dir zeigt, das ist das, was bei dir im Inneren noch nicht geheilt ist. So, und wenn du diese Brille trägst, sorgt dein Ego dafür, dass du all diese Schmerzpunkte bei den anderen siehst, aber dich nicht damit identifizierst und sagst, hat nichts mit mir zu tun, der ärgert mich, ich ziehe mich zurück, wenn du weglaufen willst. Dein Ego erzählt dir Geschichten über den anderen, wie doof der ist, was der alles lernen muss, dass der ja dran schuld ist und dass du fast zerplatzt vor Eifersucht, Raserei und Empörung über sein Verhalten. Ja, diese Brille sorgt dafür, wenn du das nicht in dir drin hättest, wenn das nicht in dir schon angelegt wäre, würdest du das bei ihm überhaupt nicht sehen. Weil da hättest du diese Brille nicht auf. Diese Brille sorgt dafür, dass du immer mit den Augen hinguckst, dass du genau das siehst. Wenn das nicht in dir drin wäre, würde es dich einen feuchten Dreck scheren. Da würdest du nicht mal mit den Wimpern klimpern, da würdest du sagen, ah ja, von mir aus. Sicher kennst du die Story von deiner besten Freundin, die sich über Dinge aufregen kann oder Menschen, die sich über Dinge aufregen können, wo du sagst, was haben die denn? Wo ist denn das Problem? Das kann ich gerade nicht nachvollziehen. Genau, eben, weil die halt auch ihre Themen haben. Und die kommen da auch nicht mit zurecht, aber die Seele will ja daran wachsen. Und jetzt geht es darum, dass du dafür Sorge trägst,
dass du deine Bedenken und deine Zweifel zu dir nimmst, sie weg von ihm nimmst. Er spiegelt sie nur, er ist nur Projektionsfläche für das. Und bei dir ankommst und deine Arbeit machst und hinschaust, deine Kellertür aufmachst, dir mal das Regal in deinem Keller anschaust und die ganzen Probleme, die du da abgelagert hast, wie Einmachgläser weggesperrt hast, ins Dunkle und nicht mehr anschauen willst. Ja, ich weiß, da ist eine ganz, ganz große Vermeidungshaltung. Dein Ego sorgt dein ganzes Leben schon dafür, dass du nicht in die Nähe kommst, dass du da nichts dran änderst. Und je mehr dein Ego dich davon fernhält, desto mehr muss es dir dein Partner, dein Seelenpartner, dein arabischer Partner spiegeln. Und die haben ja dann so bestimmte Methoden. Spätestens dann muss man ja mal wach werden. Ein anderer Mann hätte das bisher nicht geschafft. Es sind genau diese Männer mit ihrer speziellen Energie, die auf Seelenebene bei dir andocken. Ja, wo es heißt, so. Und die dich antriggern vom Allerfeinsten, du aber nicht weglaufen kannst, weil ihr so verbunden seid miteinander. Weil du sagst, ich halte das nicht aus, ich kann nicht ohne den. Ich schaffe das nicht. In dem Moment, wo du das fühlst, hält er dir auf energetischer Ebene den Raum mit seiner männlichen Kraft, dass du die Kraft, den Willen aufbringst, etwas zu verändern. Ein anderer Mann, der das nicht bei dir auslöst, das ist weder dein Seelenpartner noch sonst irgendwas, zu dem fühlst du dich auch nicht hingezogen. Aber in dem Moment, wo es bei euch so ist, dann schenkt er dir energetisch gesehen, es ist was, was du nicht verstehen kannst und greifen kannst, aber energetisch seine männliche Kraft, indem er dir immer wieder, indem er dich immer beschießt und feuert, dass du in eine Entwicklung kommst. Du kommst A nicht von ihm weg. Und zweitens, du musst was verändern, sonst hast du keine Chance, du gehst unter und es liegt nicht an ihm. Er ist nur dein Spiegel, so wie du auch sein Spiegel bist. Wenn er sich über dich aufregen muss, ja, und dir alles Mögliche an den Kopf schmeißt, und das können die, also die hauen es richtig raus, ja, die sind teilweise, so. Dann kannst du davon ausgehen, dass das, was er dir vorwirft und vorschmeißt und dich beschuldigt, dass das seine Themen sind, wo er nicht hingucken will. Und dann geht bei euch Rambazamba ab. Ja, dann geht's hier richtig ab. Und dann gibt's die Streitereien und dann fetzt ihr euch. Und dann, also, da kann es auch schon mal handgreiflich besonders laut werden. Also, da geht's richtig zur Sache. Da wird Drama geschoben, da wird gebrüllt, da wird getobt, da wird beschimpft. Aber ändern tut sich nichts. So, deine Bedenken, die du bei ihm hast, wo du glaubst, die löst er in dir aus, sind schon in dir drin. Du hast Bedenken in dir, die dafür Sorge tragen, dass du dich nicht für ihn öffnen kannst. Also, dass du diese Brille auf der Nase hast. Wenn du diese Bedenken, die er auslöst, der löst die nur in dir aus. Die sind schon da. Die sind nur, die schlummern nur. Der weckt die nur auf. Der hat die aufgeweckt. Wenn du das löst, wenn du da dran kommst und all deine Glaubenssätze, die dazu beitragen, dass diese Bedenken immer wieder lebendig gehalten werden, lösen kannst, also umkehrst, dann löst sich das in dir. Dann heilst du das. Dann kommst du in deine einzigartige, wahrhaftige Essenz. Dann kommst du deiner Seele nahe und dann hat deine Seele gelernt. Und ohne Leid, ohne Schmerz, also ne, gibt es keine Heilung. Du kannst erst dann was heilen, wenn ein Schmerzpunkt da ist, wenn es weh tut. Wenn es dir nicht weh tut, heilst du nichts. Da tust du nichts. Es muss richtig weh tun, das tut richtig weh. Du musst an diesen Schmerz dran. Das ist aber nur dein Ego, dein Verstand, der dir erzählt, das ist ganz, ganz furchtbar schlimm, das darfst du nie machen. Und der schützt dich dann davor. Das ist aber nicht dein Seelenwachstum. Das heißt, jedes Mal, wenn du merkst, da ist was, wo du weglaufen willst, wo du das scheust wie der Teufel das Weihwasser oder der Vampir den Knoblauch, ja, wenn du wegläufst, ja, und nicht zurückkommst und dein Partner genauso, dann gibt es da was, was die Seele heilen möchte.
Ja, und dein Verstand sorgt dafür, dass du da nicht dran gehst und dass du immer wieder die gleiche Schleife drehst, dass deine Bedenken, deine Zweifel weder weniger werden, sie werden eher noch mehr und du irgendwann keinen Bock mehr hast und sagst, es ist mir alles zu viel, ich will nicht mehr. So, genau. Das ist ein Teufelskreis, aus dem du nicht rauskommst. Du kannst ihn nur durchbrechen, wenn du den Mut hast zu sagen, okay, da ist was in meinem Keller, das tut weh. Ich weiß. Es ist aber auch dein Verstand, der dir erzählt, wenn ich da dran gehe, kriege ich Angst. Du hast mittlerweile so viel Vermeidungshaltung an deinem Leben an den Tag gelegt. Du bist so eine Meisterin in der Vermeidungshaltung, dass du mittlerweile schon Angst vor deiner Angst hast. Es geht gar nicht mehr um deine Angst, sondern die Angst vor der Angst. Ja? Und da vermeidest du alles. Du vermeidest alles. Und du kriegst einen richtigen Zornesanfall, wenn der andere das in dir triggert. So, aber du kommst aus dieser Nummer nicht raus, das haben wir ja schon festgestellt. Du weißt jetzt auch, warum das so ist und warum die Magie am Anfang so groß war. Du hast die Möglichkeit, ohne Schmerz keine Heilung. Es ist aber dein Verstand, dein Ego, der dir erzählt, geh da nicht dran, das tut so weh. Da musst du, das ist fast wie sterben müssen. Ich habe Angst, sterben zu müssen, wenn ich da dran gehe. Das ist aber nur dein Verstand, der dir das erzählt. Wenn du dich traust, da mal hinzugucken und mal die Kellertür aufzumachen, dann sind diese Ängste oder diese Monster, die da in deinem Keller sitzen, gar nicht so groß. Das sind oft ganz kleine, verschreckte Kinder, die ganz, ganz so ängstlich da sitzen und gar nicht so, ja, so monströs sind. Das sind manchmal die Schatten. Du weißt, wie das ist, wenn du deinen eigenen Schatten siehst. Der ist manchmal viel größer als der Körper selbst. Ja, du hast da Angst vor deinem Schatten. Aber dabei ist der Schatten gar nicht so schlimm. Du vermeidest es nur, weil dein Verstand dir erzählt, geh da weg. Weil dein Verstand nämlich nicht will, dass du dich entfaltest und entwickelst. Der will immer Recht haben. Der sucht im Außen immer nach Bestätigung. Siehst, ich hab's gewusst. Du darfst nicht. Deine Bedenken sind richtig, du hast doch gleich, das ist es, was dein Verstand dir erzählt. Da, ich hab's doch gleich gewusst, jetzt hat er dir ein Herzchen unter der ihr Bild geschickt, mich ruft er nicht mal an und fragst, wie es geht. Das sind die Geschichten, ja. Also da kommen dann solche monströsen Dinge in dir hoch, du bist empört und ja, du musst gucken, warum muss er dir das spiegeln. Und was ich jetzt rausgefunden habe, also nicht rausgefunden habe, auch selbst schon am eigenen Leib erfahren und mit eigenen Ohren zu hören bekommen habe, ja, ich nehme mich da nicht aus, dann heißt es, wenn der Struggle zu groß ist und du als Frau zu sehr bedürftig bist und dann an ihm rumzerrst und du hast dies und du hast das, ganz oft habe ich gehört, dass arabische Männer, ich selbst durfte es auch schon hören, dann zu hören, ihren Frauen sagen, nimm dir doch mal Zeit für dich, kümmere dich mal um dich und lass mich mal in Ruhe. Mach du mal dein Ding. Und wenn du das jetzt zuhörst, wenn du jetzt meinen Worten lauschst, dann fallen dir ganz viele Worte ein, die dein arabischer Partner dir schon gesagt hat. Und die fallen dir jetzt wieder ein, wo du einfach drüber weggegangen bist. Erforsche mal, wie oft er dir schon Grenzen gesetzt hat und sie dir vielleicht auch sachlich benannt hat und du hast nicht hingehört. Du bist ihm weiterhin hinterhergelaufen, hast seine Grenzen nicht anerkannt, weil du so bedürftig bist. Und er hat es dir immer wieder gesagt und irgendwann funkt es dann. Dann fängt er an, dich zu beleidigen oder zu beschimpfen oder dir Schuldzuweisungen zu machen. Auch du darfst lernen, wenn er dir eine Grenze setzt, dass du sie einhältst und dass du dann bei dir bleibst. Und nach dir schaust. Also, alles, was er dir antriggert, was er dir zeigt, ist bereits in dir. Ja, und auf Seelenebene habt ihr euch verabredet. Du hast die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Und glaub mir, es ist nicht so schlimm, wie dein Verstand dir erzählt. Da ist das manchmal der Schatten größer und der Schmerz gar nicht so groß. Es ist die Angst vor der Angst, weil dein Verstand dir dein Leben lang schon erzählt, geh da bloß nicht dran, das ist gefährlich, lass die Finger davon. So, jetzt bist du mit diesen Menschen zusammen, weil ihr auf Seelenebene dieses magische Band jetzt miteinander habt. Du kommst nicht weg, aber das hält dir auch gleichzeitig den Raum, endlich aus deiner Komfortzone rauszugehen und dich deinem Schmerz mal anzunehmen.
Im Grunde genommen darfst du ihm dankbar sein, dass er all das in dir auslöst. Ein anderer würde das gar nicht schaffen. Da bekäme aber auch kein Wachstum bei dir raus. Da würdest du nicht in deine Größe, in deine Einzigartigkeit hineinwachsen. Das, was deine Seele eigentlich von dir möchte. Und das will auch dein Partner. Die Seele, euer beide Seelen, wollen, dass ihr wachst. Und dass der andere in seine wahre Kraft kommt. Nur das, was ihr als Menschen an Konditionierungen und Vermeidungshaltung gelernt habt, all die Jahre, ja, das hält euch davon ab. Und deswegen sind die Bedenken da. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt auf der spirituellen Ebene und auch teilweise, das ist so eine Vermischung zwischen Spiritualität und Traumaarbeit und was da alles dazu kommt, dir mal so klar machen, was da zwischen euch abgeht. So mal diese Energie, diese Waves, diese Vibes, die da zwischen euch herrschen und warum du so wütend bist und warum ihr gegenseitig so dann aufeinander losgeht. Wenn du dir da ein bisschen Unterstützung wünschst und sagst, Pamela, ja, das ist tatsächlich so, wie du sagst, ich komme nicht weg, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, immer wieder und schon tausendmal erlebt, dann nimm doch mal Kontakt zu mir auf. Hier in den Shownotes findest du meine E-Mail, da kannst du mir schreiben direkt oder du kannst mich über Facebook per Messenger anschreiben und auch gerne da in Kontakt mit mir gehen. Ich freue mich auf das persönliche Gespräch mit dir, dich persönlich kennenzulernen und vielleicht, wenn du magst, dich ein Stück deines Weges zu begleiten. Ja? Also, ab 15. März gebe ich wieder 5 Frauen die Möglichkeit, intensiv 8 Wochen 1:1 mit mir zu arbeiten. Du kannst dich sehr, sehr gerne für eine Zusammenarbeit mit mir bewerben, indem du Kontakt zu mir aufnimmst. Wenn du bereit bist zu sagen, okay, ich möchte wirklich daran, dass du sagst, ich möchte das, ich gebe mir selbst das Commitment, ich nehme mir Zeit für mich und ich nehme Geld in die Hand, wirklich, und investiere das in mich und in meine Persönlichkeitsentwicklung und somit auch in unsere Partnerschaft, sodass sie dann gelingen kann und du all das über Bord werfen kannst und dann endlich, wie die Prinzessin aus dem Märchen, dich in seine Arme sinken lassen kannst. Denn wenn du all das in dir heilst, heilst du es automatisch auch bei ihm. Das heißt, du musst die ganzen Streitigkeiten, diese ganzen Dramen, die ihr im Außen miteinander habt und die nichts bringen, das weißt du ganz genau, die führen zu keinem Ergebnis, das wird nur immer schlimmer. Wenn du aber hergehst und das alles in dir löst, mit der Hilfe von, wer weiß wem, bei mir kannst du dich bewerben, ob wir dann zusammenarbeiten können, muss man sehen, ob das passt. Aber mit Hilfe eines jemanden, der da sich wirklich gut auskennt, der die ganze Thematik und die Energien kennt, auch die männlich-weiblichen Energien, und da bin ich wirklich, das kann ich sehr gut wahrnehmen, weil ich nämlich auch die Energien deines Partners wahrnehme, ohne dass der anwesend ist. Also ich kann dir erklären, wie er tickt und warum er das tut und warum er dir das spiegelt. Also macht meine 1:1-Arbeit so wirklich intensiv und hilfreich auch. Also wenn du dich dafür interessierst und sagst, ja, ich möchte das jetzt gerne, dann nimm Kontakt zu mir auf. Ich würde mich sehr, sehr freuen. 5 Frauen kriegen ab 15. März wieder die Möglichkeit, intensiv 8 Wochen mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn du dabei sein willst, dann bewirb dich gerne und nimm Kontakt zu mir auf. Kommentiere auch sehr gerne. Ich freue mich über die Kommentare. Ich finde sie immer sehr, sehr schön und antworte auch gerne darauf. Und ich danke dir von Herzen, dass du wieder zugeschaut hast an dem Interesse meiner Arbeit. Und ja, vielleicht magst du mir einen kleinen energetischen Ausgleich geben. Da unten ist meine Kontonummer. Einen kleinen Ausgleich. Das würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ich hier für das, was ich tue, ich lasse keine Werbung zu hier auf meinem Kanal, weil ich einfach sage, ich möchte euch die Energie schenken, dass das nicht unterbrochen ist und dass du mir eine kleine Wertschätzung entgegenbringst für das, was ich hier für dich an Videos drehe und an Informationen an dich weitergeben. Würde mich sehr freuen, denn alles im Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Ansonsten freue ich mich sehr, ja, wenn du likest, wenn du teilst, wenn du den Kanal weiterempfiehlst, dass er wachsen kann. Wenn wir nämlich 1000 Abonnenten haben, kann ich auch live
hier waren. Da kann ich live kommen. Das kann ich aber erst ab 1000 Abonnenten. Also fleißig teilen, fleißig empfehlen, gerne kommentieren, hinterlass mir ein Abo oder auch nimm Kontakt zu mir auf. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns. Bis bald. Ciao, ciao.